Ja, hallo und willkommen zum Livestream nach der Börse. Bin gerade reingekommen und dachte mir, bevor ich es mir jetzt gemütlich mache, quatsche ich eine Runde mit euch. Damit ihr euch nicht wundert, hier ist meine Livestream-Cam und da ist die Kamera für meinen Vlog. Und ich werde das Ganze nachher wieder zusammenschneiden und nehme es einfach gerade mit beiden Kameras auf. Ja, wie war's? Oberhausen war wieder mal einfach klasse. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wie jedes Mal auch einfach wieder coole Leute getroffen und mit denen halt auch einfach wieder viel Spaß gehabt. Und ja, cool war, dass ich wieder einiges verkaufen konnte von dem Krempel, den ich mit hatte. Und ja, wenn ich was verkaufe, dann kann ich mir natürlich auch was kaufen. So, und da habe ich dann natürlich zugeschlagen. Und ich muss das mal gerade alles aus der Kiste wühlen. So, ist das der andere? Habe ich alles schon mit dahin genommen. So, ja, was habe ich mir gekauft? Also zum einen, der ein oder andere von euch weiß das vielleicht, aber ich sammle diese ganzen Mikrofiguren. Also sei es Mikrofiguren, Statuetten oder diese ganzen Mini-Viecher. Nicht diese Friends-Tiere, sondern halt so diese kleinen Tiere, die cool sind. Habe ich mir dann auch etwas gekauft. Wie präsentiere ich dieses Tier denn jetzt halbwegs gut? Nehmen wir halt einfach mal den Stecker hier. Ich habe mir den Niffler gekauft. So, einmal für die Fans meines Livestreams. So. Kann man nur darauf fokussieren? Fokussieren wir da drauf. Komm, fokussier. Das ist aus dem Harry Potter Prequel eben dieses Tier, was die hier für meine für den Vlog. Ah, da muss ich es nochmal anders reinschneiden. Das ist so ein Mini-Maulwurf, den finde ich einfach cool. Und da hat einer der Stände hat davon einen ganzen Haufen gehabt. Und da habe ich dann natürlich gedacht, hole ich mir welche. Und was ich mir da noch geholt habe, weil kann man nie genug von haben. Noch ein paar Dinosaurier. Weil wenn ich schon die Mikrofiguren und Statuetten habe, dann muss ich auch ein paar Dinosaurier haben, weil da kann man ein cooles Diorama mitbauen. Und wo ich mich richtig gefreut habe, bin wirklich fast in die Luft gesprungen, war zu einem recht guten Kurs ein Großteil der Harry Potter Figuren aus dem Schloss. Ich habe die jetzt für 18 Euro habe ich die gekauft, sind 12 Figuren drin, hier auch nochmal für euch. Und ja, da ist die hier Dolores Umbridge drin, die man einfach direkt abfackeln kann. Mag die einer? Also ich nicht. Harry und Hermine und Ron und Malfoy. Also sind auf jeden Fall einige hier drin. Und ja, das finde ich einfach klasse. Und ich habe bis jetzt den Satz nur gesehen für einen Arsch voll Geld und das war mir einfach viel zu teuer. Deswegen habe ich mir mich gefreut, dass die nur 18 Euro gekostet haben. Ja, das war das. Und dann bin ich nochmal eine Runde gegangen, weil wieder was reingekommen ist. Und habe mir zwei neue von diesen Star Wars Bots hier. Piu, 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 piu. Weil von denen habe ich ja schon einige. Und deswegen, ja, habe ich mir halt einfach noch mehr geholt. Und ich finde die ganz cool. Und hier ist halt dieser Battle-Druide-Mech-Ding. Bleib stehen, Junge. So. Und, ja, ich finde die auf jeden Fall ganz cool. Und davon habe ich nämlich schon einige. Ich habe den C3PO, habe ich. Genau, den C3PO, den Battle Droid. Und das war's aus der Reihe. Da gibt es noch. Es gibt noch mehr davon. Aber so nach und nach werde ich mir die halt alle dazu holen, weil ich die einfach, wie gesagt, sehr cool finde. Hier ist dann dieser komische. Und bei dem kann man, genau, den kann man so zusammenwürfeln.
Und dann springt der halt so auf. Ich weiß nicht, wo man den jetzt genau drücken muss, dass der nicht aufgeht. Aber der steht halt so und dann plupp. Oder so in etwa. Ja, finde ich halt lustig daran, weil die so ein bisschen mehr diese lustigen Feature haben als eben die neueren Figuren. Nicht, dass die schlechter sind, aber ja, die Gummibänder hier sind nicht mehr die besten. Deswegen fällt der leider direkt um, der gute Kerl hier. Mach mal die Arme nach vorne. Also. Naja, gut, liegt der erstmal da flach. Hast du Dolidrin? Druidika? Ich weiß nicht, welches Druidika ist. Ich hab Star Wars einmal alle Filme gesehen, aber ich weiß es jetzt nicht. Ich habe hier die zwei, den tannfarbenen, halt diesen Standard-Battle-Druiden, da den Roger Roger. Den habe ich noch und sonst habe ich da nichts von. Ich glaube, es gibt noch so einen schwarzen, den man, der sich so rollt und dann sie aufstellt und so. Den habe ich nicht. Und ich glaube, Boba Fett fehlt auch noch. Genau, Boba Fett fehlt noch und der Darth Vader war ja sogar richtig groß. Das sind die einzigen, die ich jetzt habe. Ich habe jetzt aber auch leider kein Bild vor Kopf, also ich müsste mir das dann jetzt gleich dann erstmal raussuchen. Ja, was ich dann aber richtig cool fand, weil wenn ich unterwegs bin, da gucke ich auch immer, dass ich irgendwas finde, wo mein Junior mit Spaß haben könnte, weil die Droiden und sowas, die sind ganz cool, die stehen halt rum. Aber ich habe ein Set gefunden, das war, bis dass ich das Siegel gerade zerfetzt habe, auch noch neu und OVP. Ich habe ein geiles altes Lego Technic Competition Set gefunden. Und das Schöne daran ist die Verpackung. Ja, Lego, das da wollen wir haben. So, ja, schöne Teile eingeblistert. Hier ein bisschen, ne? So muss eine Verpackung aussehen. So. Ja, und ich finde die Dinger sowieso schon lustig. Und der kleine Mann spielt halt auch gerne mit den Blastern. Und wir schießen damit dann eben die ganzen Star Wars-Figuren ab. Die fallen dann immer um. Und hier habe ich mir gedacht, das wird ein richtiger Spaß, wenn wir dann hier im Wohnzimmer sitzen und damit dann irgendwie im Zweifelsfall auch wieder die Star Wars-Figuren umpogen. Oder ich besorge ein paar Playmobil-Figuren und wir kicken die einfach in die Mülltonne. Fairer Deal, oder? Auf jeden Fall, ja, ein richtig tolles Set. Und freue ich mich aufzubauen. Und wenn es euch interessiert, dann würde ich das Set auch in einem Livestream aufbauen. Müsst ihr dann einfach nur mal irgendwo in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr das sehen möchtet. Dann werde ich das, sobald ich Zeit habe, dann auf jeden Fall mal im Livestream aufbauen. Ja, das war auch, soweit ich mich erinnern kann, meine Ausbeute. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und bin aber jetzt auch wieder froh, zu Hause zu sein. Ich hoffe, ja, ihr hattet auch einen schönen Sonntag. Es waren ja einige von euch da und haben mich besucht, beziehungsweise haben die Ausstellung besucht und haben halt höflicherweise Hallo gesagt, weil ich da gerade stand. Aber ich habe mich gefreut, euch dann halt zu treffen und habe mich auch gefreut, neue Leute kennenzulernen. Und deswegen, ja, wünsche ich euch erstmal einen schönen Sonntag. Ich werde jetzt mein Vlog, also die Kamera da, also hier, ne, ich guck rein, zurechtschneiden. Und das Ganze dann hochladen. Und dann werde ich hier noch ein bisschen Spaß mit den Druiden haben. Gucken, ob alles dabei ist, ob was fehlt, ob ich was besorgen muss. Und ja. Und ja, meine T-Shirts, die kamen auch sehr gut an. War richtig cool. Der Hansi hat sich sehr gefreut über sein T-Shirt. Die fahren jetzt immer noch nach Hause. Der Dustin schaltet gerade ein. Der guckt dann wahrscheinlich fürs ganze Auto mit. Grüß mal die anderen schönen Dustin. Hat mich gefreut, euch zu sehen. Hansi und ich haben nämlich heute Jahrestag. Das war auch sehr cool. Der Klaus schaut auch zu. Der ist auch immer fleißig. Ich habe gehört, der hat sogar bei dieser TV-Show mitgemacht. Da bin ich ganz gespannt. Das heißt, ich muss jetzt wirklich gucken,
Nicht nur, weil es um Lego geht, sondern wenn schon ein Kumpel damit macht, dann muss man das auch gucken. Also, wenn das dann irgendwann läuft, gucken. Der Marc hat mitgemacht und wehe, du hast nicht gewonnen, mein Freund. Wehe, du hast nicht gewonnen. Gut, ich weiß ja, wie es ausgegangen ist, weil er hat mir heute erzählt, aber ich will ja nicht spoilern. Ne? So. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch, wie gesagt, noch einen schönen Sonntag. Habt Spaß und ja, lasst mich hören, wenn ihr auf der Börse wart, was ihr so alles mitgebracht habt und geholt habt, gefunden habt, gesehen habt, was euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächstes Wochenende wieder in Euskirchen, da bin ich unterwegs. Und sofern das Internet mitmacht, da dann live. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und ja, macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Okay. Oh, yeah.